Nicht alle Mythen, die zu demaskieren sind, stammen aus kirchenfeindlichen Kreisen. Manche davon hört man sogar in Predigten bzw. auf vermeintlich katholischen Internetseiten. Heute zwei Beispiele davon. Wie immer werde ich über eure Likes, Kommentare und auch gerne Fragen, die ich versuchen werde zu antworten, mich sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. In den letzten Jahren kursiert in katholischen Kreisen vermehrt eine neue Vorstellung vom Gericht, der auf unseren Tod folgt. Die Glaubenswahrheit von Gott als dem gerechten Richter ist für den modernen Menschen anscheinend so unangenehm geworden, so ungemütlich, dass man sie versucht, auf vielfache Art und Weise umzudichten. Die erste Theorie, die man hierzu hört, sagt, dass wir uns eigentlich selber richten werden. Diese Vorstellung stützt sich wahrscheinlich auf die Aussagen aus dem ersten Brief des Apostel Johannes. Im Kapitel 3 schreibt er nämlich: Denn wer unser Herz uns verurteilt, so ist Gott größer als unser Herz und er weiß alles. Und vorher noch im Kapitel 2 lesen wir auch: Meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Wenn aber einer sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Ob diese zwei Stellen aber tatsächlich auf das Gericht nach unserem Tod bzw. auf das jüngste Gericht bezogen werden können, bleibt fraglich. Wenn wir nämlich ins Evangelium schauen, spricht Jesus ganz klar darüber, dass der Menschensohn die Welt und die Menschen richten wird. Im Matthäusevangelium Kapitel 25 lesen wir die ganze Vorstellung, wie Jesus über das jüngste Gericht spricht. Und er sagt hier, dass der Richter sagen wird: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet worden ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Und so weiter zählt er sozusagen die Barmherzigkeitswerke auf, die von ihnen nicht vollbracht worden sind. Wir sehen, dass hier auf jeden Fall keine Rede von Selbstrichten ist. Ganz im Gegenteil, die Angesprochenen wundern sich sogar. Wir lesen doch: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient? Auch im Johannesevangelium in Kapitel 5, Vers 22 und im Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 27 spricht Jesus auch von sich selbst als den Richter. Das Gericht kann also nicht auf unsere eigene Selbsterkenntnis und Ergriffenheit im Vergleich zwischen der Liebe Gottes und unserem Leben reduziert werden. Auf eine Art sich schämen, weil man der Liebe Gottes nicht gerecht geworden ist. Im Katechismus lesen wir hierzu: Jesus Christus wird uns richten über das Gute und Böse, das wir im Leben begangen haben, sowie über unsere Gedanken und Unterlassungen. Aber diese Umdichtung kann man noch als relativ harmlosen Perspektivenwechsel sehen. Was schlimmer ist, manche gehen viel weiter und behaupten, dieser Moment des persönlichen Gerichts wäre der eigentliche Moment der Entscheidung für oder gegen Gott. Sie sagen, nach dem Tod werden wir Gott sehen und dann sozusagen nur der in diesem Augenblick noch trotzdem sich noch nicht bekehrt, der kann dann eventuell tatsächlich verloren gehen.
Das ist natürlich eine sehr verlockende Vorstellung, aber man muss klar sagen, dass das eine sehr gefährliche Irrlehre ist. Ich habe versucht herauszufinden, woher diese Vorstellung eigentlich kommt. Bin da nicht schlüssig geworden. Ich habe das schon in verschiedenen Kontexten gehört. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das mit einer nicht erkannten privaten Offenbarung zusammenhing, die von denen in den letzten Jahrzehnten nur so wimmelt, oder mit einer Nahtoderfahrung bericht. Fakt ist aber, dass es sozusagen, dass diese Lehre, diese Vorstellung, diese Erklärung vom Gericht ein Versuch ist, ein Spagat zwischen der noch katholischen Lehre und der verurteilten Häresie von Apokatastasis zu machen, also von der Behauptung, dass alle Menschen gerettet werden. Nur es ist wirklich ein erfolgloser Versuch. Also da diese Behauptung, dass wir nach dem Tod vor die Entscheidung gestellt werden, die ist in keinster Weise begründet. Es gibt weder in der Heiligen Schrift noch in der Tradition, weder bei den Kirchenvätern noch in den Texten der Päpste oder Konzile irgendwelche Hinweise, mit denen man solche Theorie tatsächlich gut begründen könnte. Im Gegenteil, im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums erzählt Jesus das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der Lazarus als Bettler liegt vor der Tür des reichen Mannes, der in Saus und Braus lebt, ohne sozusagen sich um den Armen zu kümmern. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in die Hölle, inmitten seiner Qualen, seine Augen erhob, sah er von Ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er laut: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende den Lazarus, dass er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge abkühle, denn ich leide großer Pein in diesen Flammen. Wir sehen, dass hier in keinster Weise von Jesus irgendwas von einer Entscheidung nach dem Tod erzählt wird. Noch weiter bittet der reiche Mann den Abraham: Vater, sende ihn, den Lazarus, in das Haus meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Wie gesagt, hier ist nur, nicht nur von einer Möglichkeit einer Entscheidung, einer Bekehrung nach dem Tod, keine Rede. Der Reiche erkennt jetzt seine Fehler, weiß aber, dass es zu spät für ihn ist. Er bittet Abraham, ja, er möge Lazarus auf die Erde schicken, um seine Brüder zu warnen, damit sie sich bekehren. Also er bestätigt indirekt das, dass es nur auf der Erde diese Möglichkeit gibt. Hierzu aus dem Katechismus, diesmal aus dem neuesten Katechismus, muss um jegliche Verdächtigungen sozusagen vorzubeugen, dass ich jetzt nur aus alten Quellen vorlese sozusagen und vielleicht irgendwelche Lehren, die vom Konzil abgeschafft worden sind. Also aus dem Katechismus der katholischen Kirche, dem großen Katechismus, den habe ich jetzt leider nicht auf Papier, sondern nur online zur Hand. Im Punkt 1021: Der Tod setzt dem Leben des Menschen, das heißt der Zeit, in der dieser die in Christus geoffenbarte göttliche Gnade annehmen oder zurückweisen kann, ein Ende. Das Neue Testament spricht vom Gericht hauptsächlich im Blick auf die endgültige Begegnung mit Christus bei seinem zweiten Kommen. Es sagt aber auch wiederholt, dass einem jedem unmittelbar nach dem Tod entsprechend seinen Werken und seinem Glauben vergolten wird. Und jetzt beruft sich der Katechismus auch auf das Gleichnis mit Lazarus und auf die Stelle, wo Jesus am Kreuz dem guten Schächer sagt, dass er mit ihm noch heute ins Paradies kommt. Und Punkt 1022:
Jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht, entweder durch eine Läuterung hindurch oder indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt oder indem er sich selbst sogleich für immer verdammt. Die Kirche warnt uns sogar ausdrücklich davor, dass wir mit der Bekehrung nicht auf den letzten Moment unseres Lebens warten sollen. Das ist eine der Sünden gegen den Heiligen Geist, von denen Jesus im Evangelium spricht, dass sie nicht nachgelassen werden können. Um wie viel gefährlicher ist, sich selbst oder noch andere in eine falsche Sicherheit zu wiegen, ihnen vorzugaukeln, dass es sogar noch nach dem Tod eine Zeit dafür gäbe. Also das ist, wie gesagt, äußerst gefährliche Irrlehre. Und bitte warnt auch andere davor, vor solchen Irrlehren und vor solchen Menschen, die das verbreiten. Denn davon kann wirklich das ewige Heil von vielen Menschen abhängen. Wie Paulus im 2. Korintherbrief sagt, seht, jetzt ist die gnadenreiche Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils.